Willkommen zum Adventskalender 2015 auf unserem Kanal, den Surprise Boys. Heute ist der 15. Dezember und wir spielen Game Dev Tycoon. Ja, ich werde hier jetzt das Spiel ein bisschen zeigen und dann, ja, war es das dann auch schon. Hier, willkommen zu Game Dev Tycoon. In dieser Wirtschaftssimulation machst du eine Zeitreise zu den Anfängen der Computerrevolution, um dein eigenes Spieleentwicklungsunternehmen zu gründen. In den nächsten 35 Jahren kannst du dein Traumunternehmen aufbauen, Bestseller, Spieleentwickler, Fans gewinnen und Marktführer werden. Okay. Ja, Name für die Firma und Spielnamen. So, in dem Spiel geht es darum, man ist eine Firma und stellt Videospiele her. Und das ist, finde ich, ein ganz nettes Spielprinzip. Wir sind die Surprise Boys Corporation. Und wir sind natürlich, oder ich bin, Surpriser P. So. Hier kann man noch die Spiele länger einstellen. So 30, 35 oder 42 Jahre. Und das ist eigentlich egal. Also, natürlich, es macht Unterschiede. Hier 32, dann geht das Spiel langsam. Bei 35 geht es schneller und bei 30 geht es sehr schnell. Aber ja, hier kann man noch verschiedene Charaktermodelle, sag ich jetzt mal, ausprobieren. Hier und männlich und weiblich. Aber ich würde sagen, ich fange auch mal an. Hinweise aktivieren. Ja, alle übernehmen. So. Und ich nehme auch mal den hier, den ich schon mal benutzt habe, den Spielaccount. Und ja. Also wir können am Anfang nichts wirklich tun. Wir haben hier rechts unsere Zeige, wie viele Fans wir haben, welches Jahr, welche Woche und welcher Monat ist. Und gleich sehen wir, wenn die vierte Woche vorbei ist, dann genau, kommen die monatlichen Kosten. 8.000, jetzt haben wir noch 62.000 Geldeinheiten. Also können wir, indem wir einfach links klicken irgendwo, ein neues Spiel entwickeln. Und wir können hier ein Thema wählen. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal... Ja, man hat am Anfang nicht so viele, wie wäre es mit Flugzeug, und vom Genre können wir, das passt am besten zu einem Flugzeugspiel, vielleicht ein Strategiespiel. Genau, dann ist es, nein, ich habe was besser, wir nehmen eine Simulation und machen den Flugsimulator 2016. Das wird bestimmt ein super gutes Spiel. Und es kommt natürlich für das G64. Das ist, also man hat hier die Wahl zwischen PC und G64. Und hier sieht man den Marktanteil. Und deswegen hat man auch, also da der Marktanteil hier größer ist, hat man hier höhere Entwicklungskosten. So, ein 2D-Grafikspiel machen wir. Also man kann textbasiert oder 2D-Grafik nehmen und das kostet halt immer etwas mehr. So, und jetzt dauert das hier ein bisschen. Und jetzt können wir hier ein paar Sachen auswählen. Hier. Story und Quests sind nicht so wichtig, Gameplay und Engine, aber bei einem Simulationsspiel eher schon. So, dann werden hier Punkte verteilt, nämlich Technologie-, Forschungs- und Designpunkte und auch Bugpunkte, aber die kommen erst später dann wirklich dazu. Also schon noch in diesem Spiel dann, aber in diesem Spiel im Spiel meine ich natürlich. Künstliche Intelligenz ist schon Level-Design, hier kann man die Dialoge etwas runterschrauben, so. Also es wirkt sich halt alles auf die Zeit aus. Wenn man das Problem ist, halt, sonst können das Geld ausgehen und dann hat man verloren. Hier jetzt ist ein Bug aufgetaucht. Die kann man am Ende fixen. Man kann hier Ton machen oder keinen Ton. Ich mache jetzt auch mal Ton dazu. Das ist wichtig in einem Simulationsspiel. So, Grafik auch, so gut wie es geht. Und Spielweltdesign, so fast. So. Und dann ist das auch gleich fertig. So, und jetzt kann man hier fertigstellen. Man sollte aber erst alle Bugs entfernen lassen. So. Und da sind die Bugs weg. Dann kommt hier mal die Anzeige mit, wie viele Forschungs- und Designpunkte man gekriegt hat und wie die Sachen, die man verwendet hat, mehr oder weniger, also die kriegen dann Punkte und können dann bei späteren Wettbewerben werden. Hier kann man das Spiel nochmal umbenennen, aber das ist gut so, Spiel veröffentlichen. Jetzt kommen auch Spielebewertungen und die gehen von 1 bis 10. Und eine 7 ist da denke ich schon gut, eine 8 ist noch besser. Ja, 6 ist dann wieder nicht so gut. Und noch 6. Eigenartig, aber gut. Aha, wir haben einen eigenartigen Flugzeugsimulator erschaffen. Dazu kommen irgendwie so Nachrichten, die das Ganze quasi, ich sag mal, realistischer machen sollen.
genau, hier ist mein Beispiel. Flugsimulator 2016 wurde in der ersten Woche 7051 Mal verkauft. Das ist gut, das ist Charts Platz 34. Für das erste Spiel der Firma ist das, denke ich, ganz nett. Und 58 Fans, so. Hier, das Geld steigt jetzt. Schon 72.000. Aber man sollte natürlich nicht zu lange warten und kann hier jetzt ein neues Spiel machen, einen Spielbericht erstellen, forschen oder eine Spielehistorie. Da kann man sehen, welche Spiele man schon gemacht hat. Hier dann gibt es Spielbericht erstellen. So, die Wertung war 6,75. Und wenn man das macht, wird hier ein. Dauert es jetzt kurz und man kann dann. Genau hier. Mir wird gezeigt, auch Level Design ist für diese Art von Spielen sehr wichtig. Man kriegt einfach so ein paar Tipps dann. Dann in der Forschung kann man eine eigene Spiele-Engine machen, was 50 Forschungspunkte kostet und erstmal eh nicht so wichtig ist. Man kann hier lieber ein neues Thema wählen. Ich denke mal, ich nehme. Thema. So, Superhelden. So, jetzt wird das hier gemacht und währenddessen kann man nur seine Spielehistorie ansehen, aber das pausiert das Spiel, deswegen mache ich das jetzt mal nicht. Genau, hier immer die neuen Fans und alles wird angezeigt. So, und das Spiel ist jetzt bald auch zu Ende. Ein neues Thema, Superhelden. Ja, jetzt können wir ein neues Spiel machen und hier einfach vom Thema her die Superhelden nehmen. Und vom Genre würde dafür doch bestimmt gut ein Action-Spiel passen und das heißt dann. Wie könnte man ein Superhelden-Action-Spiel nennen? Ganz kreativ: Superhelden-Action. Okay, das ist der schlechteste Titel für ein Spiel überhaupt, aber das ist jetzt egal. Es geht hier nur um den Gewinn. 2D-Grafik. Und jetzt arbeite mal. So, hier ist Story, finde ich, wieder wichtiger. Noch nicht ganz so wichtig, aber wichtiger. Aber Gameplay und Engine sind immer noch am wichtigsten. So, dann werden hier immer wieder Forschungspunkte gemacht und Technologie- und Designpunkte. Und der Flugsimulator wurde insgesamt 20.519 Mal verkauft und hat einen Umsatz von knapp 150.000 Geld erwirtschaftet. Genau zu sein, 143.680 Geldeinheiten. So, jetzt haben wir schon mehr Geld als am Anfang, das geht relativ schnell. Ja, und man sieht hier, dass das G64 sich besser verkauft als ein normaler PC. Und ja, deswegen ist es eh gut, dass wir den genommen haben, weil dann werden die Sachen da auch öfter verkauft. Dialoge sind hier wieder auch etwas wichtiger, aber der Rest ist noch wichtiger. Also nochmal ganz hochziehen, so. Prinzipiell ist das dann auch schon das ganze Spielprinzip. Es gibt hier noch, das zeige ich mal schnell, hier links unten. Gleich nachdem ich das hier gemacht habe, oder kann man das auch aufrufen? Ja, kann man auch. Okay, hier hat man, kann man auch weitermachen. Überraschung, ein neues Spiel machen, speichern und laden. In den Einstellungen kann man ein paar Sachen machen. Zum Beispiel eben zum Vollbildschirm aufrechnen. Das lasse ich jetzt hier für die Aufnahme mal. Genau hier Animation und alles einfach. Das ist ganz nett. Tipps kann man an- und ausmachen. Das ist fürs Letzte oder für dieses Let's Show, sage ich mal, nicht so wichtig. Dann kann man Mods hinzufügen, wenn man welche hätte. Oh, hoppla, jetzt habe ich jetzt die Workshop geöffnet. So, Highscores, Erfolge und Hilfe, ich denke, hier sollte alles klar sein. Erfolge, das ist zum Beispiel ein Spiel mit einer guten Kombination erschaffen, sage ich jetzt mal. So, dann weg mit der Erfolgeleiste. So. Oh, hoppla, jetzt habe ich hier auf OK gedrückt. Na egal. Ich wusste gar nicht, dass das funktioniert, wenn man drin ist. Komm, noch die 5 Bugs entfernen. Ein noch. So, fertig. Und mal sehen, ob dieses Spiel besser ankommt oder schlechter. Also ein neuer Technologierekord. Hier. Man kann auch aufleveln dann, aber das ist nicht so wichtig, denke ich. Oder ich habe zumindest noch keinen großen Vorteil. Ich glaube, man ist einfach schneller zum Beispiel als Charakter und als was anderes ist man. Wie war das? Die anderen machen einfach nur, dass die Sachen besser werden. Okay, das ist jetzt nicht so gut. Aber Superhelden und Action scheinen eine gute Kombination zu sein. Das ist gut. Aha, und ja, einfach so ein paar Neuheiten immer. Genau, am besten ist es gleich den Spielbericht zu erstellen. Und hier dieses Spiel.
Doch, verkauft sich auch relativ gut. Ja, hier wird währenddessen der Spielbericht erstellt. Und es werden immer mehr Forschungspunkte angesammelt. So. Und ja, genau, hier steht: Superhelden und Action sind eine großartige Kombi. Engine ist wichtig. Und Gameplay ist sehr wichtig. Genau, dann gibt es jetzt in der Spielhistorie, genau, kann man jetzt eben beide Spiele angucken. Es hat nur eine Wertung von 5 gekriegt. Aber ja, wir haben schon mal einen Profit damit gemacht. Wie man hier sehen kann. So. In der Forschung können wir jetzt auch nochmal ein neues machen. Vielleicht. Ach, keine Ahnung. Können aber auch noch einfach ein neues Spiel machen. Dann möchte ich mal vielleicht. Was mache ich denn? Ein alternatives Geschichtenspiel im Rollenspielstil, und zwar auf dem G64 wieder. Und das Ganze heißt dann einfach mal. Wie könnte man so etwas denn nennen? Vielleicht. Other Reality. Ich weiß gar nicht, ob ich das gerade richtig geschrieben habe, aber andere Realität. Das sollte so stimmen. Naja, wäre ja auch nicht so wichtig so. Und dann, ja. Natürlich noch das letzte Spiel. In einem Rollenspiel ist Grafik, also sind diese Sachen, finde ich, alle sehr wichtig. Deswegen werden die hier alle mal aktiviert. Und hier oben kann man auch mal sehen, woran man gerade arbeitet. Dialoge in einem Rollenspiel natürlich auch nicht zu unterschätzen. So. Komm, fertig. Oh, das TES von Nintendo. Wer kennt es nicht? Das gute TES. Spielweltdesign und Grafik und Sound höher. Ja, also es werden immer neue Konsolen veröffentlicht hier. Wenn wir jetzt gleich, das zeige ich einfach noch schnell. Und dann. So, erstmal. Superhelden-Action war nicht so erfolgreich wie das erste Spiel, aber erfolgreich genug. Jetzt auch bald die 5 Bucks entfernen. So. Nein, fertig. So. Mal sehen, wie dieses Spiel ankommt. Die Other Reality. So. Spiel veröffentlichen. Und dann kommt die Spielbewertung. Okay, dieses Spiel scheint ziemlich schlecht zu sein. Schade. Aber alternative Geschichte und Rollenspiel sind eine gute Kombi. Ich bin immer wieder verwirrt, wie es funktioniert. Naja, wenn wir jetzt ein neues Spiel entwickeln, können wir für die Plattform noch keine Rechte kaufen. Komisch. Normal, also später kann man dann Rechte für die bestehenden Konsolen kaufen, um für diese zu entwickeln. So, hier rechts sieht man es wieder, wie Other Reality verkauft wird. Ja, genau, und hier noch die Auftragsarbeit, die kann ich auch noch schnell zeigen. Auftragsarbeit, die schaltet man irgendwann frei, und hier man hat 5 Wochen Zeit, um, oder 3, je nachdem, um ein paar Sachen zu schaffen. So, und hier zum Beispiel jetzt einfach, man muss einen Designpunkt und 8 Technologiepunkte innerhalb von 5 Wochen verdienen. Ich zeige das jetzt mal so. Dann genau hier in der Mitte ist die Dauer, und hier sind die Punkte, die runtergehen. Das ist auch gleich geschafft, so. Und man kriegt das Geld, was einem dafür versprochen wurde. So. Und jetzt könnten wir natürlich theoretisch auch eine eigene Engine machen, was aber nicht so wichtig ist. Ich habe es jetzt trotzdem mal gemacht, einfach nur um es noch schnell zu zeigen. Engines können wir noch nicht mal benutzen, deswegen ist es nicht so wichtig. Außer das wird dann erst freigeschaltet. Könnte sein. Komm, mach zu Ende. Arbeite. Ah, genau, jetzt ist das. Ah, okay, die Konsole ist jetzt erst veröffentlicht. Deswegen können wir vermutlich auch jetzt erst die Rechte daran kaufen. So, eigene Spielengine. Ja. So. Jetzt kommen wir über ein neues Spiel. Erstmal, genau, hier das TES. Da muss man Lizenzkosten kaufen. Und kann dann dafür entwickeln. Ja, aber das ist jetzt nichts, was ich jetzt noch unbedingt zeigen möchte. Hier bei Forschung sollte jetzt neue Sachen. Nein, nur neues Thema könnte man machen, aber ich habe eh kein Geld, deswegen geht es gerade nicht. So, ich würde auch sagen, das war's für. Ja. So, das war's dann für die. Für das Let's Show quasi dazu, für das Adventskalender-Video. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann und tschüss.